Ich finde es immer so krass, dass wir hier alles lila und blau, ne, hier von den ganzen Debuffs. Mal schauen, dass ich hier auf jeden Fall eine Kaskade rauskriege. So, sehr schön. Sind wir wieder unterwegs im Alterac-Tal. Finde ich echt super. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon mal erzählt und so, dass ich eigentlich das Alterac-Tal wirklich sehr, sehr mag. Ja, weil es hat nicht ganz so was halt. Na gut, es ist halt ein BG, aber im Endeffekt und so nicht ganz, ne? Weil ich eigentlich eher finde, du kämpfst nicht nur gegen das gegnerische Team, sondern du kämpfst eigentlich auch so gegen die einzelnen Bosse. Und deswegen finde ich das jetzt eigentlich relativ angenehm, weil gut, ich, okay, jetzt im Moment als Heiler geht es ja eigentlich wirklich, ne? So, da brauche ich mich jetzt wirklich nicht beschweren. Aber das nächste ist natürlich auch und so, weil es halt ein relativ großes PvP-Schlachtfeld ist. Und du natürlich dann halt auch mehrere Sachen dazu erledigen musst, finde ich das halt wirklich ganz, ganz nett, ne? Ja, 40 Leute gegen 40 Leute, also das ist schon was anderes, als wenn du nur halt so 10 gegen 10 hast, so Capture the Flag oder sowas alles. Das ist natürlich auch mal ab und zu mal wirklich ganz nice und so, aber das Alterac-Tal, das ist wirklich so mein BG. Gut, ich muss natürlich auch dazu sagen, da hat er auch wirklich noch nie die Allianz so verloren. Also ich kann mich nicht dran erinnern. Ne? Vielleicht mal ganz, ganz lange her. Ja, im Classic oder sowas. Aber da habe ich auf Seiten der Horde gespielt. Daher ging das eigentlich auch. Oh, was ist denn das? Priesterin. Betrachten, gucken wir jetzt, ich aber noch gerade das Set sehen. Okay. Grünen Sachen im BG rumzurennen, das ist natürlich jetzt auch nicht so die feine Art, muss man natürlich auch dazu sagen. Gut, die Schlacht hat begonnen und wir werden uns natürlich da intensiv beteiligen. Ich muss mir auch mal, glaube ich, diesen Vogel holen hier. Was ist denn das eigentlich für einer? Ja, den wollte ich haben, genau. Das ist, glaube ich, der hier. Mensch, Priester, Soul Eater. Okay, alles klar. Vielleicht sehe ich noch so einen Vogel jetzt hier. Finstere Absichten, Zauber macht um 10%. Ja, das sind alles die Buffs. Das war der genaue Reinblut-Feuerfalke. Da muss ich mal gucken, so, wo ich den überhaupt noch herbekomme. So. Ich reite natürlich gleich weiter. Weil hier ist dann die gute Belinda und da brauchen wir es nicht unbedingt deffen. Ich finde, so sieht es eigentlich auch ganz nett aus. So, der Priester hier. Oh, ja. Nicht, dass ich mich jetzt hier wieder verlaufe. Mit den guten T2. Ja. Was sage ich, T2? T5 ist es natürlich. Ist ein Set, was hier, was eines Priester würdig ist. Muss man wirklich auch so sagen. Ich weiß ja nicht so gut. Okay, als Schattenpriester würde ich natürlich ein anderes wählen. Ein anderes Set wählen, aber ich denke mal, das ist ja wirklich. Das ist ja. Okay. Könnt ihr auch mal wirklich in die Kommentare mal reinschreiben, also welches Set euch eigentlich am besten gefällt. Von welcher Klasse. Oder vom Priester oder so, keine Ahnung, ich weiß ja nicht. Aber ich denke mal, wird auf jeden Fall sehr oft das T2 vom Paladin fallen. Was ich natürlich auszugeben muss, natürlich müssen wir auch mal einen Paladin mal hochspielen. Und endlich dieses Set holen, oh, Wirbelwind. So, komm mal. Kann nicht gleich weg sein. Wenn wir da ran stehen, hinter den Tank. Hinter dem dicken Bär. Was ist jetzt los? Gut. Sehr schön.
Ja, ich kann jetzt nicht die himmlische Schlange, sondern. Die auch mal weg. Kann ich hier wenigstens mal ein bisschen bomben. Okay, sehr schön. Ist ja, glaube ich, sehr oft sehr schön. Aber ich meine, das ist, wenn etwas funktioniert, wie es funktionieren soll und so, dann ist es natürlich auch extrem gut. Deswegen, denke ich mal, ist es schon so richtig, so, wie es so ist. Oh. Ja, Freunde, ich bin ganz schön müde, ehrlich gesagt. Ich muss mich da mal ein bisschen zusammenreißen, dass ich hier nicht einpenne für, also vorm Computer. Ich weiß gar nicht, ist aber auch noch gar nicht so spät, so 6:30, geht ja eigentlich alles noch. Ne? Aber ich muss natürlich leider dazu sagen, oder erwähnen, wie auch immer, wie man es nimmt. Ja, ich habe eigentlich nicht so gut geschlafen. Passiert da mal, mein Gott, ist das so? Aber ich, mir fällt gerade eben nämlich ein, ich könnte mal nicht die Ausrüstung wechseln, oder? So. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt denn noch so das Damage Set brauche, weil ich mache ja eigentlich als Disziplinpriester ja nicht mehr so viel Schaden. Und ich bin eigentlich auch jetzt gerade so auch im Überlegen. In den Kampf. Ob ich vielleicht nicht so, wenn jetzt nämlich das Add-on kommt, ob ich das nicht vielleicht doch über Twitch mache. Das heißt, über Twitch streame und ja, also wie ich halt level und sowas alles, ne? Das glaube ich wäre eigentlich ganz cool. Okay. Hier los. Ja, jetzt kommen sie alle auf mich. Ja, komm da. Ah. So. Okay, es waren eindeutig viel zu viele. Da bin ich halt tot. Wo ist der Mob? Welcher Mob meint er? Meint er das Monster? Oder meint er den wütenden Mob? Wow, wie weit zurück ich bin. Das ist ja richtig mies. Da darf ich ja erstmal hier komplett über die ganze Karte reiten. Was machen die denn hier alle? Ja. Schurke versteckt dich, aber hier von hier hinten sieht es eigentlich auch relativ cool aus, oder? Ich hoffe, ich stürze dich nicht ab. Nee, gut. Oh, genau das habe ich eigentlich gerade eben gemeint, so, dass ich hier ja nicht abstürze. Ich will einfach nur mal kurz so die Aussicht genießen. Guck mal, das sieht doch eigentlich echt nice aus, ne? Alderaktal. Ja, geht auf jeden Fall. Aber es ist halt hier leider ein böses Schlachten und Schlechten. Ich wollte eigentlich vielleicht auch mal sagen, naja gut, ich meine bösen und unanständigen Wörter, die behalte ich jetzt natürlich für mich, aber so. Hat der Timer? Gibt's doch gar keinen Timer, oder? Achso, für die Türme. Na, doch, gibt einen schon Timer. Leona Arthas. Jo. Ich frage mich immer, warum da der Schnee geschmolzen ist, aber dann sehe ich da immer die Krater. Genau hier die Frontlinie, ne? Oder soll es halt sein? So, okay, die werden hier nämlich am Friedhof gestoppt oder um den Turm. Werde ich natürlich auch gleich mitmischen.
Dann wollen wir auf jeden Fall auch mal versuchen, die Frontlinie ein bisschen zu verschieben, auf jeden Fall zu unseren Gunsten. Dass wir auch auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, die hat ein bisschen, ich glaube, die Horde hat ein bisschen dazugelernt. Aber ich glaube, das haben wir schon mal alles hinter uns oder so. Ja, genau, der Turm ist kaputt. So, guck mal hier, jetzt bin ich hier ganz vorne an der Spitze. Na komm. Auf geht's, Freunde. Drängt sie zurück. Für Sparta. So, wie sieht's aus? Oh, guck mal, wie, was die alles für ein Debuff haben hier. Das gibt's doch gar nicht. Die Massenbannung, glaube ich, tut immer noch keine Krankheiten entfernen, oder? Waldmagie in einem Radius von 15 Meter. Entfernt alle schädlichen Zauber von verbündeten Zielen und einen nützlichen Zauber von gegnerischen Zielen. Ja, das ist ja eigentlich auch ganz nett. Frostwolf? Nee. Gegner, gucken wir mal, wo sind die denn alle? So, okay, der ist tot. Was haben wir hier? Der Charmier ist tot. Umgekeult. So. Oh, guck mal, hier haben sie sich auf jeden Fall versammelt. Gucken, dass ich auf jeden Fall hier irgendwo in der Frontlinie bin. Ich glaube, das ist genau hier. Oh je, oh je, oh je. Oder vielleicht auch nicht ganz so. Da sieht eigentlich doch. Oh, doch. Guck mal hier. Dogfight gewonnen. Jo, sehr schön. Das ist Ork-Krieger. Jo, auf geht's. Und wie die alle umfallen, sehr schön. Und weiter geht's. Und hier. Kohlepfanne, okay, alles klar. Ja, jetzt auf jeden Fall nicht mal die ganzen Ads hier pullen. So, und genau, jetzt haben wir hier wieder einen nächsten Fight. Ich finde es aber so krass, dass wir hier alles lila und blau, ne, also hier von den ganzen Debuffs. Mal schauen, dass ich hier auf jeden Fall eine Kaskade rauskriege. So, sehr schön. Mal ein bisschen mehr machen. Oh, was ist denn jetzt los? Das habe ich einen Lag. So. Na komm. Diese sind aber heute mal ganz schön aggressiv drauf oder so, ja. Ja. Aber wir haben auf jeden Fall doppelt so viele Verstärkungen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Noch mal eine Kaskade raus. Oh je. So, oh je, jetzt haben sie es auf mich abgesehen. Immer auf dem armen Priester. Oh ja. 1000 AP. Normalerweise ist es, glaube ich, ein bisschen mehr. Na komm. So, hier wollen wir mal hier ein bisschen heilen. Ja, okay, was heißt heilen? Also ich benutze eigentlich fast nur eine Taste jetzt im Moment. Aber es. Was soll ich das sagen? Das ist eigentlich hier fast die beste Taste, die du überhaupt haben kannst. Ne? Na komm. Ja, okay, der Friedhof ist unser. Lass uns mal dann ranmachen an direkt da. Schon der hier ist der Ork-Krieger wieder, ne?
Ich finde es halt relativ cool und so. Also, die sehen wenigstens relativ schön und bullig aus. Das passt wenigstens noch so. Obwohl ja nicht wirklich die schönsten sind, sondern immer noch die Nachtelfen. Oder die Blutelfen. Ja. Oh, jetzt bin ich zu weit rein, glaube ich. Können wir die hier nicht irgendwie ausschalten? Ja, komm, da ist, wie soll ich sagen? Hier sind sie erst. Also der Rest der Truppe. Na. Komm. Drecka, oh je. Boah, krass. Hab ich voll böse erwischt, du. Einmal mitten durch den Bauch durch. So, egal. Geht's weiter. Boah, aber die sind schon auch richtig böse mit den Punkten unten. Oje, oje, oje. Ich glaube, das war blöd. Oder? Oder nicht? Ja, okay, jetzt werden es halt einfach zu viele, muss man mal sagen. So. Okay. Ja. Ja, genau halt in die Gruppe rein, das war halt nicht so toll. War auch, glaube ich, nicht so taktisch klug. Guck mal, ich mal so von den gewirkten Heilungen. Oh, guck mal, da bin ich sogar mal der Erste. Mit drei Tode. Ich habe sogar noch relativ viel Schaden zugefügt und so. Das liegt aber nur, weil ich halt wirklich mit Heilige Nova arbeite. Warum haben die alle mehr Ehre als ich? Ich habe sogar einen Todesstoß. Frechheit. Ja. Okay. Also wir haben gewonnen, so was will man mehr. Ich danke auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten BG. Bis dahin sage ich tschö. Mit Ö.